Hallo Leute. Moin, du bist so ein Idiot, du fängst immer viel zu früh an. Wir müssen Wieso? das echt demnächst so machen, müssen dann wirklich sagen, nach eins fangen wir an aufzunehmen. Weil jetzt hat ja keiner eins gesagt. Wie ich eins gesagt habe, hast du ja schon angefangen. Hallo Leute. Die Fresse. Weil du Kackpist, Nochmal ey. eine Kackpist. Ich glaube, wir können auch gleich unser Feld das absägen. Natürlich können wir gleich unsere Felder absägen. Oh, und zwischen den nächsten zwei Parts fordere ich erstmal ein paar Cookies. Nee. Eine Kekspizza. Machst du dich mal wacker? Ich hole mir eine Oh, weil er Cookie-Pizza. voll die Kuhle fährt. Ach, halt doch einfach mal die Schnauze, ohne Scheiß. Nörgel, Halt deine nörgel, verdammte Fresse. nörgel. Nein, tu ich nicht. So. Wäre das auch Wurscht. geklärt. Jetzt geht das wieder los, du Muschel. Hör auf damit. Sonst machen wir da wieder kein Pieps. Wir sagen, wir machen Pieps drüber, aber machen kein Pieps drüber, sondern blenden es einfach aus. Aber das mache ich mal auch nicht, weil ich einfach viel zu faul bin. Das mache ich nur bei Sachen, die wirklich keiner hören darf. Zum Beispiel, Dein scheiß Wohnort. du Kackbeep! Kackpiep. Ja, das blende ich jetzt aus, ne? So. Wir müssen einfach mal so, wie wir zusammen so Piep sagen. Das müssen wir mal aufnehmen, müssen das dann drüber legen. Das wäre cool. Heavy. Ja, verstehst du? Nee. Wenn wir Das hätte ich ja nicht irgendwie. gefragt, Mensch. Anstatt dass du stimmt. Anstatt dass du den Sound einfach rausschneidest, machen wir so zusammen so Piep. Und schneiden das dann So, noch das machen wir dazu dann rein. als Tonspur drüber, ja. Immer Ja, wenn wir genau. was Böses sagen. Lol. Oder machen dann irgendwas anderes, so, keine Ahnung, zensieren das irgendwie mit Blümchen und rosa Pferde, Einhörner, Du irgend bist so sowas. ein rosa Pferd. Ja, oder? Oh Gott. Oh, du verdammtes pinkes Einhorn. Wie einfallslos. Rosa Pferd und pinkes Einhorn. Ja, halt irgend so ein Scheiß, verstehst du, was ich meine? Nein. Doch, verstehe ich Oder jetzt. wir machen es passend zu Landwirtschaftssimulator. Sagen irgendwie, wenn ich jetzt sagen würde, du Dumme Kuh. Arschloch, sagen wir anstatt du Arschloch, sage ich dann, du Arschloch. Gute Idee, ja. Ja. Wie kack hast du nur das Feld gefahren? Da sind überall voll die Rillen. Ja, aber ich mach grad erstmal deine ganzen Rillen weg, du Affe. Ich hab überhaupt keine Rillen gelassen, du Affe. Oh, jetzt lasse ich aber Rillen. Ja, siehst du mal, du Affe, lässt schon die ganze Zeit Ja, weiß Rillen. ich, lasse noch ein paar mehr Rillen. So. Ja, hier, Nett von mir, ne? du Muschi. Hör auf damit. Du magst nicht als Muschi bezeichnet zu werden. Weiß Gott, warum? Ich meine, jeder mag das, aber er nicht. Nein, das mag keine Sau. Wenn es nicht mögt, als Muschi bezeichnet zu werden, sagt einen Daumen hoch. Und da ist gerade ein Hund an meinem Fenster vorbeigelaufen. Was zur Hölle? Nein, ihr sagt nicht einen Daumen hoch und ihr schreibt doch nichts in die Kommentare. Ja, doch, ihr könnt in die Kommentare schreiben, weil das, was ich letztes Mal gesagt habe, das war ja ein Mal davor. Nee, schon gut. Ich hab nichts gesagt. Ja gut, macht euch Daumen hoch. Nee, Was zur Hölle? egal. Hier flitzen jetzt irgendwelche Viecher vor meinem Fenster rum und irgend so ein hässlicher Hund rennt da hinterher. Mach mal das Fenster auf und schrei raus. Das wollen jetzt alle hören. Alle, komplett alle Zuschauer wollen das hören. Grüß dich! Aber ich war ein bisschen ins Wasser. Oh mein Gott. Wie ich das Fenster aufgemacht habe und schon im selben Moment, wie ich angefangen habe, Luft zu holen und zu rufen, Grüß dich! Habe ich meine Nachbarin rufen hören. Ja, so heißt er, ihren Schulhund. Das ist ein totaler Kackhund, der kommt immer durch die Hecke durch und will unseren Hund vögeln. Man muss ihn immer wegtreten und dann meckert die immer, wenn er dann vom Auto liegt. Blöde Kackhunde. Warte mal, sag mal, muss das eigentlich sein? Dann sage ich ja, hier, dann pack die Pistolen weg, dann muss das nicht sein. Was? Was? Wieso Ja, pflanzt der. mir ja ich schon wieder Raps an? Warum nicht? Weil Raps total schwul ist. Weil wir vergessen haben umzuschalten? Ja, das.
schon eine akzeptablere Ausrede. Ja, also, das mit dem, dann packt die Pistolen weg, dann höre ich auf, Feuer und Hund zu treten, war gemeint, naja, die haben uns mal ins Dachfenster geschossen, als sie ziemlich besoffen waren und ihnen langweilig war. Was zum? Oh Gott. Damit, wir hatten damit, sie haben, also die Kugel ist durchs Fenster geflogen, ist dann am Sturz vom Fenster, also das heißt dieses, also jeder, der nicht vom Land kommt und noch nie geholfen hat, irgendwie ein Haus zu bauen, ein Sturz ist das Ding, was man oben über Türen oder Fenster einsetzt. Und die Kugel ist am Sturz abgeprallt und ist durch den ganzen Flur geflogen. Das heißt, sie hätte locker meine Großeltern umbringen können. Beziehungsweise die Nachbarn. Menschen. Ach du Scheiße, habt ihr die angezeigt? Nö. Wir fanden lustig. Ich fand's wirklich lustig. Ich hacke den Raps ab. Hack, hack. Hack, hack. Du kannst ja hinter mir schon mal wieder hier so ackern, grobern, wenn du Bock hast. Ja, ich stelle dir erstmal einen Anhänger hin. Moin, moin. Jo. Licht an, Licht aus, Licht aus, Licht aus. Och, jetzt fahr ich schon wieder voll da dran vorbei, nur weil du mich mit deinem, mit deiner Mopsgeschwindigkeit so übelst auf die Spur gezogen hast. Da hat jemand Spaceballs geguckt. Nein, Mopsgeschwindigkeit ist mein Traumschiff Surprise. Du bist voll da oben, Alter. Ah, stimmt, das war bei den Traumschiffen falsch. Aber ich konnte wenigstens auf der Seite jetzt liegen, ja? Das war voll cool. Ah, fuck, ich hab aber den... Mir fällt gerade auf, dass ich den Grubber noch drüben hab. Muss ich erstmal von drüben holen. Muss wieder in den Osten fahren, ey. Keine Rassenbeleidigung oder sowas, oder... Nicht, dass wir was gegen den Osten hätten oder gegen die Ostleute. Nö, ich finde das, voll kühl, du, wie die reden, du. Wie die reden, du. Ja, wie die reden, du. Und wieso stellst du denn den Anhänger so kacke dahin? Kannst du mir das mal verraten? Wie fahre ich denn hier bitte übers Feld? Kannst du mir, verrate mir das mal. Reg dich doch mal auf. Ja, wie kann man denn so blöd sein, oder? Ganz im Ernst. Das riecht mir jetzt auch schon so ein bisschen auf. Oh. Mein Gott, ey. Ich schiebe dir ja gleich weg, Mann. Ja. Ich hab gedacht, nach zweimal durchfallen bist du eh wieder voll. Weil du so ein richtiger Bauer bist, der die ganze Zeit die Strohmann-Flaschen leert. Ja, was für Flaschen leert? Strohmann, das sind so kleine schwarze Flaschen. Ja, ich hab das nur gerade verstanden, weil du lachst gerade so ein bisschen durch die Gegend. Achso. Das ist du eben die ganze Zeit. Dann bin ich natürlich wieder beim Let's Play. Da kann ich mich schon aufregen. Was? Nein, ich hab's verstanden. Muss ich jetzt einen Untertitel einblenden? Ja, das wird mir dann scheiße, ich schneide ein Stück von Ton raus, damit es einfach fällt, damit so, damit die Leute denken, ich hätte irgendwie total zusammenhanglos ein Stück von gesagt. Die Leute jetzt wirklich mal voll böse rumlachst. Das ist einfach mein Kopf. Tja Leute, jetzt müsst ihr wohl den Part von ihm gucken. Um den vollständigen Text herauszufinden. Ja, genau. Das ohne Scheiß, ich verstehe dich jetzt. Null. Niente nada. Ja, ich hab ein bisschen unterschiedlich. Hallo. Hallo. Ich fahr Züge. Nein, tust du nicht. Aber das ist voll schwierig, hier mit dem durchzufahren. Ja, dann lass es auch nicht. Lass lieber, du hackst das ganze Feld ab. Ich seh's zwar nicht, aber ich seh's kommen. Diese Kackvogelscheuche, die hat sich versteckt gerade. Habt ihr das gesehen, Leute? Mopsgeschwindigkeit. Ich hack die Kackvogelscheuche um. Nein! Nicht mit dem Grubber da drauf. Achso, du hast ihn nicht gesehen. Tja. Selber Idiot, du jagst mir doch hier so einen Schrecken ein, ey. Nein, nicht mit dem Grubber. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Das ist der Milch. Wagen, Arsch. Was muss ich mir sagen? Oh mein Gott, das ist der Stein, mit dem sie mir diesen Narbe an die Stirn geworfen haben. Ja, wir wurden jetzt total alle Kanäle da raus. Ich weiß, es ist alles Computer, Hater, bla 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 bla. Ja, klar, ja. Das musste jetzt einfach sein. Das gehört einfach dazu.
Denk gar nicht erst dran. Nee. Denk gar nicht erst dran. Nee. Wie Peter Griffin. Nee. Ich war auch voll scheiße hier. Hätte ich ein bisschen anschieben. Nein, ich hab doch gesagt nein. Nee. Nicht witzig. Nee. Oh. Kopfschmerzen. Uhr 25. Nee. Wie voll bist denn du? 72. 72, dann hol ich dir gleich mal den Anhänger. Ja, mach mal, du fauler Sack. Nee. Nee. Ups. Licht an. Johannes. Nein. Johannes. Nein. Johannes. Nein, Daniel. Fahr dein Ohr aus. Nein. Mit dickes, längliches, stählernes Rohr, wo was rauskommt. Jetzt scheiß mich voll mit deinem Rapszeug. Dingensi, bumsi. Jetzt läuft da schon wieder dieser Kackhühner rum. Hier. Ich mache mir gleich die Kippe an, aber einfach nur, um sie ihm im Arsch auszudrücken. Ich hasse diesen Hund. Also ich habe schon extra Stacheldraht in die Hecke gezogen, damit er nicht mehr rüberkommt. Aber das ist dem scheißegal, ob der ein Stück von seinem Fell verliert. Oder ein Stück von seinem Ohr. Schneid auch nochmal aus dem Fenster. Nein, das kann ich nicht machen. Ja. Was soll ich? Ja. Ich könnte mal rausgehen und könnte den Hund wieder rüberscheuchen. Mach mal. Oder nee, mach nicht, dann bin ich alleine. Ja, eben, deswegen. Ja. Außerdem kriegt ihr davon nichts mit. Das müssen wir mal auf Video aufnehmen. Das wäre viel lustiger. Was reicht überhaupt für ein Kack hier? Du hast doch dieselbe Super-Duper-Kamera wie Ramsratte. Hast du mir doch erst erklärt. Ja, hab ich dir ja deutlichst erklären müssen, weil du es einfach nicht verstehen wolltest. Nein, ich wollte es einfach nur nicht glauben. Ja. Das war mir relativ, aber egal. Außerdem habe ich sowieso 0,1 Megapixel mehr, also fick dich ins Knie! Ja, aber die Megapixel haben doch nichts mit der Auflösung zu tun, hast du doch gemeint. Bitte. Nee. Hast doch keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung. Laber mich nicht. Laber nicht. Schweine laber auch nicht. Laber in die Geschlechter. Alles für die Kids, alles für die Kids. Nein. Alles für die Kids, es ist kein Beat. Der Timer, der ist um. Du echt bist jetzt? Dumm. Leute, macht's gut. Ich trinke jetzt ein bisschen Blumensaft. Tschüss. Ciao. Das ist voll der lame Rhyme, ey. Und ich bringe jetzt erstmal ein paar Hunde um. Okay.